Herzlich willkommen hier zur Ableitung von f von x gleich Tangens x. Naja gut, also erstmal hinschreiben f von x gleich Tangens x. F' von x gleich... Ja, da verfängt ja erstmal überhaupt gar keine Technik. Ja, hier steht ja nur Tangens x, das ist ja nur so eine Grundfunktion. Wie sollen wir denn da plötzlich... Halt, Grundfunktion stimmt so auch wieder nicht. Man kann sich die Sache gemerkt haben, dass Tangens x gleich Sinus x durch Cosinus x ist. Ja, kann man sich auch in diesem rechtwinkligen Dreieck hier vorstellen, wenn das Alpha ist. Und dieses Ding hier meinetwegen ein Zentimeter oder eine Einheit. Dann ist ja der Sinus von Alpha gleich Gegenkathete durch 1. Ne? Gegenkathete durch 1, weil das ist ja die Hypotenuse. Gegenkathete durch Hypotenuse. Sinus Beta... Schwachsinn, wir wollten Cosinus Alpha hinschreiben, aber manchmal dreht das Gehirn das um. Cosinus Alpha ist ja Ankathete, das ist diese hier. Ankathete durch 1. Und der Tangens Alpha ist ja Gegenkathete durch Ankathete. Wenn ich mir das hier vorstelle, das Gegenkathete durch 1 ist ja Gegenkathete, ne? Gegenkathete und Ankathete durch 1 ist Ankathete. Und hier steht jetzt Gegenkathete durch Ankathete. Wenn Gegenkathete Sinus Alpha ist, können wir das hier eintragen, ist also Sinus Alpha und das andere ist Cosinus Alpha. Und wenn Tangens Alpha gleich Sinus Alpha durch Cosinus Alpha ist, dann ist Tangens X auch Sinus X durch Cosinus X. So, kleiner Ausflug beendet. Mensch, war das schön. Du, und das Wasser war so warm, egal. Weiter geht's. Jetzt kommt nämlich hier die Ableitung voll und ganz zum Zug. Jetzt haben wir hier eine Quotientenregel. Die lautet ja u durch v, abgeleitet ist u' mal v minus u mal v' geteilt durch v Quadrat. Mit u gleich Sinus x erhalten wir u' gleich Cosinus x. An der Stelle auch wieder der Hinweis, wenn Sinus x wird abgeleitet zu Cosinus x, wird abgeleitet zu minus Sinus x und minus Sinus wird zu minus Cosinus x. Ansonsten auch nochmal Ableitungs- und Integrationskreis suchen bei oberprima.com, PDF ausdrucken und mitnehmen, wenn man damit Schwierigkeiten hat, bis man keine Schwierigkeiten mehr damit hat. Gut, egal. V ist ja in diesem Fall also Cosinus x, dann ist V' gleich, whoops, minus Sinus x. Right? Und V Quadrat ist Cosinus Quadrat x oder Cosinus x Quadrat oder wie oder was auch immer. Gut. Jetzt wenden wir die Quotientenregel an auf diese Sinus- und Cosinus-Geschichte. Also u' ist Cosinus x mal v ist Cosinus x. Oh, das sieht ja gut aus. Minus u ist Sinus x mal v' ist, oh, minus Sinus x. Müssen wir natürlich Klammern drum machen, geteilt durch Cosinus Quadrat von x. Nun gut, Cosinus x mal Cosinus x ist genauso wie a mal a. Ne? A mal a ist a Quadrat. Cosinus x mal Cosinus x ist gleich Cosinus Quadrat x. Also können wir hier hinschreiben Cosinus Quadrat x. Und minus Sinus x mal minus Sinus x, was ist das wohl? Plus, ne, Minus mal Minus ist Plus. Und Sinus x ist logischerweise dann auch Sinus Quadrat x geteilt durch Cosinus Quadrat x. Und an dieser Stelle kommt ein ganz zentraler Punkt. Denn wir können den ganzen Kram jetzt aufspalten. Es gibt zwei mögliche Lösungen. Sagen wir mal mindestens zwei mögliche Lösungen. In diesem Fall können wir einmal sagen, Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x ist 1. Das ist der Teil hier. Dann sagen wir, der Zähler ist 1. Das ist der trigonometrische Pythagoras. Darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Cosinus Quadrat x. Also ist f' von x einerseits 1 durch Cosinus Quadrat x. Wir können aber auch hier, haben wir ja oben eine Summe und unten nur einen Term, können wir auch so aufteilen, dass wir sagen Cosinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x. Dieses hier ist eine schlanke 1. Und dieses hier, will ich jetzt mal mit Wischtechnik machen, ist das gleiche wie ja, Sinus x durch Cosinus x in Klammer zu Quadrat.
man hätte auch erst Sinus Quadrat x zu Sinus x in Klammern zum Quadrat und Cosinus Quadrat x zu Cosinus x in Klammern zum Quadrat machen können und dann die, ja, das Potenzgesetz für Brüche sozusagen anwenden können. Dieses hier, Sinus x durch Cosinus x, ist wieder das, was hier vorne steht. Das heißt, wir können auch hier Tangens x in Klammern zum Quadrat schreiben. F' von x in der zweiten Version ist dann 1 plus Tangens Quadrat x. Das sind zwei mögliche Lösungen. Und dabei will ich es belassen. Ich freue mich schon auf Kommentare und ich hoffe, du freust dich auch.